Ah, ihr bleibt hier. Ich dachte, wir laufen. Nein, Karton. Der Karton ist schön, aber ich dachte. Ja, wir laufen dann weiter. Aber du kannst ja. Ja, ich sehe nur. Es sieht sehr schön aus, aber mir würde gefallen, wenn man das auch nicht nur hier bleibt, weil hier kommt alles. Ah, das ist wie ein Zug. Vielleicht wisst ihr davon schon mit Bescheid, Beteiligung, Volksantrag. Dann würde es auf jeden Fall zuerst mal jedem geben, der sich hier engagiert, weil der weiß, um was es geht. Ich habe das am Mittwoch, ich bin bei der Bundesliste von Uli Stein. Ich muss das selber auch in den Offizien zugeben. Auf die Straße bringt. Immer mehr Menschen spüren es, betroffen sind wir alle. Die verschärfte wirtschaftliche Konkurrenz wird zu Lohnkürzungen und Entlassungen führen. Das Recht auf gewerkschaftliche Organisation wird in Frage gestellt. Arbeitsschutzstandards sollen gesenkt werden. Gleichzeitig werden selbst die begrenzten bürgerlich-demokratischen Rechte weiter ausgehöhlt und abgeschafft. Konzerne sollen die Entscheidungen gewählter Gremien, Gemeinderäte oder Parlamente vor Schiedsgerichten in Frage stellen können, wenn sie ihre Gewinnerwartungen in Gefahr sehen. Zusätzlich wird die Möglichkeit, ökologische und soziale Standards aufgrund von demokratischen Beschlüssen festzusetzen, massiv eingeschränkt, da auch kommende Regierungen keine Gesetze erlassen dürfen, die nicht mit dem Freihandelsabkommen übereinstimmen.
Bisherige Beschränkungen, wie sie beispielsweise für genmanipuliertes Saatgut gelten, werden ebenso in Frage gestellt wie das Recht, eine kommunale Energie- und Wasserversorgung zu organisieren. Es ist offensichtlich, was noch nicht nach Profitinteressen ausgerichtet ist, soll nun danach gestaltet werden. Ob Gesundheit, Bildung, Kultur, Nahrungsmittel, öffentlicher Nahverkehr, Wasser- und Stromversorgung. Alle unsere Lebensbereiche sollen der kapitalistischen Verwertungs- und Profitlogik weiter unterworfen werden. TTIP und CETA sind dabei nur die bekanntesten Beispiele aus einer Reihe zahlreicher Freihandelsabkommen weltweit. Regierungen hatten das Spiel der großen Konzerne zu spielen und häufig ist es ihnen im Würgegriff des Westens bis heute nicht möglich, Entscheidungen zugunsten ihrer einheimischen Wirtschaft zu treffen. Anhand der sogenannten EPAs, eine Reihe von Freihandelsabkommen zwischen Europa und ehemaligen Kolonialstaaten in Afrika, dem Pazifik und der Karibik, wird die Europäische Union als imperialistischer Akteur klar erkennbar. Die Zielsetzungen hinter dieser Art von Freihandelsabkommen sind immer dieselben. Neue Absatzmärkte und höhere Gewinne durch zum Beispiel Importquoten bis hin zu einer vollständigen Privatisierung eines staatlichen Unternehmens im Interesse westlicher Konzerne. Dass eine eigenständige Entwicklungspolitik für diese Staaten durch derlei Abkommen niemals möglich sein wird und dadurch Armut und Elend Fluchtursachen für Millionen schaffen, wird billig nur in Kauf genommen. Wirtschaftliche Interessen und die Aussicht auf Profite stehen über den Rechten von Millionen auf ein Leben in Würde. Die aggressive europäische Wirtschaftspolitik erreicht mit TTIP nun jedoch einen neuen Höhepunkt. TTIP und CETA sollen dem deutschen Kapital einen verbesserten Zugang zu globalen Absatzmärkten ermöglichen. Denn die innereuropäischen Absatzmöglichkeiten für das deutsche Kapital sind im Zuge der Austeritätspolitik in Europa stark geschwächt. Jahrelang hatte die deutsche Wirtschaft zulasten des europäischen Südens Exportüberschüsse erwirtschaftet, nachdem im Rahmen der europäischen Integrationshandelsbeschränkungen gefallen waren. Durch Lohndrückung, Agenda 2010 und Massenproduktion wurde Unternehmen um Unternehmen totkonkurriert. Die Auslandsschulden der Staaten mit Importüberschuss wie Griechenland stiegen in astronomische Höhen, was letztendlich zur Krise führte. Nun standen diejenigen bereit, die die Schuldenkrise mit verursacht hatten, setzten wie in Griechenland mit der Troika demokratische Gremien außer Kraft und diktierten eine brutale Spar- und Kürzungspolitik. Privatisierung von gewinnbringenden staatlichen Unternehmen, Zerschmetterung sozialer Standards und Verarmung und Elend von Millionen inklusive. Alles im Interesse auch des deutschen Kapitals. Nun sind infolge der Verelendung von Millionen die Exporte in die Euro-Krisenländer wie Portugal, Italien, Spanien und Griechenland stark gefallen. Deswegen sollen neue Märkte erschlossen werden. Alle Schranken für den kapitalistischen Wettbewerb mit weiteren Ländern sollen fallen. In diesem brutalen Wettkampf werden nur diejenigen überleben, die am konsequentesten die Sozialsysteme zurückfahren und die Rechte der Arbeitenden am heftigsten mit Füßen treten. Die letzten Überreste des Sozialstaats werden hier zum ärgerlichen Hindernis für die kapitalistische Gewinnmaximierung. TTIP wird so nicht nur nach außen, sondern auch nach innen disziplinieren. Mit TTIP und CETA ist auch die Bevölkerung der Staaten Europas und Nordamerikas ein weiteres Mal unmittelbar vom globalen Klassenkampf von oben betroffen. Dabei dürfen wir uns keine Illusionen hingeben. TTIP zu stoppen ist nicht mehr als zu verhindern, dass die miserablen Verhältnisse noch schlechter werden, als sie ohnehin schon sind. Das Problem sind nicht in erster Linie Klohütchen auf deutschen Küchentischen. Das Problem ist ein Wirtschaftssystem, das nicht an den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung nach sozialer Sicherheit, erträglicher Arbeit und unzerstörter Natur ausgerichtet ist, sondern an den Interessen einiger weniger nach unbegrenztem Profit. Nicht die Freiheit von Millionen, gemeinsam ein Leben in Würde zu organisieren, steht im Mittelpunkt, sondern die Freiheit für wenige, ihre Geschäfte ohne lästige Beschränkungen zu betreiben. Diesen Missständen können wir nur begegnen, wenn wir uns organisieren und es wagen, offen die Frage danach zu stellen, in welcher Gesellschaft wir leben möchten. In einer solidarischen Gesellschaft oder einer Welt der Konkurrenz. Gemeinsam mit den vielen, die im Süden Europas aufstehen gegen die Zerstörung ihrer Zukunft, die in Frankreich gegen die Angriffe auf ihre Rechte kämpfen, den Tausenden, die in Europa Schutz und ein Leben in Sicherheit suchen, müssen wir der Internationale der Ausbeutung und Alternativlosigkeit eine Internationale der Solidarität und Hoffnung entgegenstellen. Denn eines ist klar, wenn für die Herrschenden der Regen fällt, scheint für uns die Sonne. Vielen Dank.
Also wir laufen jetzt kann man das als Chlorum ja. Sehen wir doch. Und das kann man als Chlorum kaufen. Chlorum kaufen. Ja, Kati, hängen und hängen was anderes noch vorne. Passt immer. Ich habe mir das überlegt, mit einem CETA. Das ist so eine Mischung, die wir in einer Erlebung von Versprechen, was diese beiden Abkommen uns als Bürgerinnen und Bürger bringen sollen. Warum lehne ich und warum lehnt der DGB CETA und TTIP ab? Nun, das sind ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel, weil wir Arbeitnehmerrechte gefährdet und beschädigt sehen. Wir kämpfen für gute Arbeitsbedingungen, für gute Arbeit. Öffentlicher Dienstleistungen und damit auch langfristig die Gefährdung der Daseinsversorgung. Der Daseinsvorsorge, stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn alle Wasserwerke auf einmal in privater Hand sind. Ich möchte diese Zeiten nicht erleben. Wir sehen auch eine Gefahr für die Vielfalt der Kulturangebote und die Einschränkungen von öffentlichen Bildungsangeboten. Wenn halt nur noch eine private Theater AG dann nachher das Kulturprogramm bestimmt, dann sieht es mau aus in Deutschland. Das ist klar, dass dann einiges verloren geht. Es werden hart erkämpfte Sozialstandards aufgrund der möglichen Einstufung als Handelshemmnis in Gefahr kommen. Und das, denke ich, ist ein Riesenproblem. Ich lehne deshalb TTIP und sein Schwesterabkommen CETA ab, weil TTIP in Wahrheit herzlich wenig mit der Schaffung einer Freihandelszone zwischen den USA bzw. Kanada und Europa zu tun hat. Beide Abkommen haben damit wenig zu tun, denn es gibt ja schon nur noch minimale Zölle zwischen Europa, den USA und Kanada. Das ist ein Etikettenschwindel und der ist bewusst gemacht, um die wahren Ziele zu verschleiern. Ich lehne diese beiden Abkommen aber vor allen Dingen deshalb ab, weil sie undemokratisch sind. Wenn diese Abkommen an den Start gehen, dann haben wir im Grunde eine Situation, in der von großen Firmen verhandelte Abkommen nun zur staatlichen Rechtsnorm werden. Und das können wir nicht zulassen, denn dann würde es ja bedeuten, unsere demokratischen Vertreterinnen und Vertreter, die wir gewählt haben, die haben überhaupt nichts mehr zu sagen. Die können nur noch in der Gesamtheit zustimmen oder ablehnen. Und das wollen wir nicht. Ich lehne auch deshalb TTIP und sein Schwesterabkommen ab, CETA ab, weil europäische Rechtsprinzipien unter Druck geraten. Neben der Vereinheitlichung des Rechts geht es bei TTIP wie bei CETA vor allem um Sonderrechte und eine Sonderjustiz zum Schutz von Investoren. Und damit werden Grundrechte in unserem Staat, in unserem Rechtsstaat, die Gleichheit vor dem Gesetz für Investoren nicht mehr gelten und das einseitig zulasten der Bevölkerung und der Konsumenten. Ich lehne TTIP und sein Schwesterabkommen CETA deshalb ab, weil damit europäische Standards unter Druck geraten. Uns wird suggeriert, nur Waren, die dem Standard entsprechen, würden auf den europäischen Markt kommen. Das ist unwahr,
Das ist eine Verletzung des Vertrauens der Bürger in die allgemeine Gültigkeit des Rechts. Zumal CETA eine Klausel enthält, nach welcher Änderungen künftig jederzeit und ohne Anhörung von Parlamenten möglich sind. Das wollen wir nicht, denn das höhlt unsere Rechte aus. Ich lehne TTIP ab, weil anstelle des europäischen Vorsorgeprinzips das US-Schadensprinzip treten wird. Die Beweislast wird dabei vom Produzenten auf die Konsumenten abgewälzt. Das heißt, der Gesetzgeber kann gegen schädliche Produkte erst nach bereits eingetretenen Schäden vorgehen. Und wenn dann nachgewiesen ist, wissenschaftlich, dass diese Schäden durch dieses Produkt entstanden sind. Es gibt da auch in Europa kein Haftungs- oder Schadensersatzrecht. Das heißt, die katastrophalen Folgen werden komplett durchschlagen und damit ist TTIP ein direkter Anschlag auf die Pflicht des Staates zur Vorsorge vor Risiken für Umwelt, Gesundheit und Produktsicherheit. Ich lehne TTIP und CETA und das Schwesterabkommen CETA deshalb ab, weil durch die beiden zentrale Prinzipien einer ordentlichen Gerichtsbarkeit abgeschafft oder zumindest eingeschränkt werden. Für was haben wir eigentlich hier in Deutschland so lange und in Europa so lange für einen Rechtsstaat gekämpft, wenn es dann so ist, dass man mit einem solchen Abkommen diese Dinge alle in Frage stellt? Es sollen Schnellverfahren geben und Schiedsgerichte, die im Umgang mit Staaten ohne funktionierende unabhängige Justiz entwickelt wurden, zum Schutz von Investitionen. Und die sollen dann auch zwischen den USA und Europa eingerichtet werden. Für Menschen, deren Umwelt und Gesundheit oder Eigentum oder soziale Rechte, da sind dann nachher ist dann niemand mehr da, der dafür eintritt. Und natürlich gilt das Ganze dann für die Investoren wiederum nicht. Also die Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz soll für die Investoren dann nicht mehr gelten. Und damit ist TTIP ein direkter Anschlag auf den Rechtsstaat und die ordentliche Gerichtsbarkeit. Ich bin froh, dass zum Glück die Zivilgesellschaft aufgewacht ist und die systematische Diffamierung der Politik und Medien nicht mehr das Ganze klein macht, sondern dass wir jetzt wissen, dass viele Menschen mittlerweile kapiert haben, TTIP und CETA sind nicht für die Menschen, sondern sie sind gerade mal für die Investoren gut. Und deshalb kommt mit am Samstag nach Stuttgart auf die Demo. Danke. Es gibt am 17.10.6 in sieben Städten Deutschlands, 17.09. in sieben Städten Deutschlands Demonstrationen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA, unter anderem in Stuttgart. Von Stuttgart werden die Aktive aus um 10.10 Uhr von Heilbronn am Bahnhof losfahren. Die beiden Freihandelsabkommen TTIP und CETA, da geht es nicht nur um freien Handel, sondern über Dienstleistungen und eine außerstaatliche Gerichtsbarkeit hat das Ganze Auswirkungen auf unser Gemeinwesen und nun auf unser Leben. An einem ganz praktischen Beispiel will ich das klar machen. Hier in Heilbronn wurden die städtischen Reinigungskräfte privatisiert per Gemeinderatsbeschluss. Im Prinzip eine Sauerei, aber nach 2 Jahren hat man sich eines Besseren besonnen und
wollte den Fehler korrigieren. Es gab einen weiteren Gemeinderatsbeschluss und die privatisierten Reinigungskräfte wurden wieder rekommunalisiert. Das heißt, man hat sie wieder zu städtischen Angestellten gemacht. Diese Entscheidung würde unter TTIP nicht mehr möglich sein. Das heißt, was einmal privatisiert ist als Dienstleistung, darf nicht wieder rekommunalisiert werden, egal welche Gemeinderatsmehrheit man hat. Egal wie der Gemeinderat seine Entscheidung begründet, einmal privatisiert, bleibt privatisiert. Das Ganze nennt sich Ratchet-Klausel und ist genauso bei CETA im Vertrag. Das heißt, dem demokratisch gewählten Gemeinderat werden Rechte beschnitten. Da die Verträge ohne Ausstiegsmöglichkeit beschlossen werden, theoretisch für immer, unsere demokratischen Rechte werden beschnitten. Über Investitionsschutz und außerstaatliche Schiedsgerichte geht das übrigens noch weiter. Dann wird sich die Frage stellen, ob eine Kommune genug Geld hat, Entscheidungen zu treffen, die Investoren schaden können. Aus diesem Grund, weil wir nicht unsere demokratischen Rechte beschnitten haben wollen und weil wir nicht die Konzernrechte über staatliches Recht stellen wollen, rufen wir alle auf, am 17. September mit uns gemeinsam nach Stuttgart zu gehen. Erneuerbare oder Vergütungssätze für Strom aus Solar- und Windkraftanlagen als Handelshemmnis angreifbar machen. Ohne den raschen, politisch gesteuerten Umstieg auf erneuerbare Energien wiederum werden die deutschen europäischen Klimaziele nicht erreicht. Setzt sich dieser Vorschlag durch, schwebt die deutsche Energiewende in Lebensgefahr. Wenn die EU-Kommission den Weg zu mehr Klimaschutz versperren will, dann muss die Bundesregierung diese Verhandlungen stoppen. Deswegen kommen Sie nächsten Samstag mit nach Stuttgart zur großen TTIP-Demo. Stopp TTIP. Schaden hervorgerufen hat. Erst dann kann dagegen vorgegangen werden. Ich denke, das sind katastrophale Folgen, die da zu befürchten sind, weil es noch nicht mal bisher in Europa kein Haftungs- oder Schadensersatzrecht gibt. Das heißt, das alles trägt dann der Konsument, trägt dann der Verbraucher und damit ist es auch ein direkter Anschlag auf die Pflicht des Staates zur Vorsorge vor Risiken für Umwelt, Gesundheit und Produktsicherheit. Ich lehne TTIP und das Schwesterabkommen CETA auch deshalb ab, weil dadurch zentrale Prinzipien einer ordentlichen Gerichtsbarkeit abgeschafft werden. Und ich denke, dass es nicht sein kann, dass die Gleichheit vor dem Gesetz auf einmal bei den Investoren nicht mehr gilt. Wenn wir eine Gleichheit vor dem Gesetz haben und wollen, und das ist unsere gemeinsame Grundlage bisher im Gesetz, dann muss dieses Gesetz für alle gelten und nicht für die einen ein bisschen mehr und für die anderen ein bisschen weniger und für die einen dann so, wie sie es gerade brauchen. Aber ich bin froh, dass die europäische Zivilgesellschaft aufgewacht ist, dass viele Menschen nun sagen, sie wollen weder TTIP noch CETA und sie wollen auch nicht, dass CETA jetzt mal so probehalber eingeführt wird. Denn was ist denn, wenn man es mal eine Weile hat? Wir werden es nicht mehr los. Deshalb wollen wir, dass über CETA auch ordentlich entschieden wird und wir stehen dafür ein, dass dieses Abkommen nicht zustande kommen soll, nicht zustande kommen darf, weil wir wollen, dass unsere Standards, unsere Rechte verteidigt werden. Und deshalb hoffe ich, dass viele mitkommen am Samstag nach Stuttgart. Dort ist eine große Demo. Heute ist bloß sozusagen, machen wir Sie aufmerksam. Am nächsten Samstag um 10.10 Uhr am Bahnhof in Heilbronn geht's los. 10.10 Uhr am Hauptbahnhof in Heilbronn geht's zur Demo nach Stuttgart und ich hoffe, dass viele dabei sind, wenn wir uns gegen CETA und TTIP stark machen. Dankeschön. TTIP ist ein Wirtschaftssystem, das nicht an den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung nach sozialer Sicherheit, erträglicher Arbeit und unzerstörter Natur ausgerichtet ist, sondern an den Interessen einiger weniger nach unbegrenztem Profit. Nicht die Freiheit von Millionen, gemeinsam ein Leben in Würde zu organisieren, steht im Mittelpunkt, sondern die Freiheit für wenige, ihre Geschäfte ohne lästige Beschränkungen zu betreiben. Diesen Missständen können wir nur begegnen, wenn wir uns organisieren und es wagen, offen die Frage danach zu stellen, in welcher Gesellschaft wir leben möchten.
Aber richtig rum, bitte. Thank you.